Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play. Ach, wie immer FIFA sagen. Witcher 3, Hearts of Stone. Ich habe jetzt nochmal die Tastenbelegung nachgeschaut. Auf Z ist es, den Gegner auszuwählen, also ein Ziel zu wählen. Das wollte ich nochmal wissen. Und jetzt wollte ich nochmal gucken, was ich noch so für Tränke habe. Öle, überlegenes Gift der Henken gegen Humanoide und Bestien. Das könnte vielleicht gegen die Spinnen ganz gut sein. Ich meine, die Kämpfe sind ja anscheinend wirklich jetzt ein bisschen krasser. Insektoidenöl gegen Insektoiden. Ist das jetzt ein Insektoid, diese Arachnie? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube, dann werde ich das wahrscheinlich nehmen. Mikrophag, Konstrukt, Draconoid, Okroid, Geisteröl, Bestienöl. Senkt vorübergehend die erforderliche Stufe für alle Gegenstände. Gewährt vorübergehend Immunität. Erhöht die Sauerstoff... Versorgung. Hebt Vergiftungen auf. Erhöht die Angriffskraft. Vielleicht sollte ich mal einen Donner reinpacken. Beschleunigt die Regeneration. Immunität gegen Gift und neutralisiert Gifte, die bereits in der Blutbahn sind. Na, vergiftet haben die mich ja gerade nicht. Erhöht die maximale Vitalität. Schneesturm. Schwarzes Blut. Schleunig die Arsch. Okay, was brauchen wir denn gerade nicht? Absolut Raffert des Weisen. Damit können wir uns schnell heilen. Ne? Das brauchen wir jetzt vielleicht nicht unbedingt. Packen wir mal Donner. War das Donner? Ne, wo ist ein Donner? Das verbesserte Donner. So. Boah, müssen wir uns richtig vorbereiten auf die Kämpfe. Das gibt's ja gar nicht. Ach so, jetzt sind wir ja immer noch total verletzt. Mal eine Katze. Da. Ach, scheiße. Wenn auf Z Katze ist, wie kann ich denn dann ein Ziel auswählen? Ich bin auch dumm. Ziel erfassen ist Z. Oh mein Gott. Was ist denn noch frei? Was ist denn noch frei? Was ist denn noch frei? Habe ich überhaupt mit Zielerfassung gespielt? Bin mir gerade nicht ganz sicher. Aber das ist halt... Jetzt habe ich halt die Katze schön verschwendet. Z. Also R, F, T und Z sind weg. R, F, T und Z sind weg. Z für Ziel macht halt Sinn, ne? Aber... ist halt schon weg. Wie wär's denn mit G? Ist irgendwas mit G? V ist Questziel wechseln. G ist Klusar, aber doch nicht im Kampf, oder? Oh, scheiße. Wenn ich Tabulator nehme. Ach nee, stimmt. Das war ja. Oh, fuck. Tabulator war ja schon was. Schnellzugriffmenü, genau. Oh, was nehme ich denn auf Ziel? Das kann doch nicht so schwer sein. Ziel erfassen, Ziel erfassen. H ist H irgendwas. Windkartensatz. Oh. F1? Oh, ich will eigentlich nicht mal. Wobei, F1? Warum nicht F1? Nehmen wir F1. Wo sind denn jetzt meine Ziele da? Ist sie an? Toll! Klasse! Hat gut funktioniert!
Er hat auch nicht anvisiert, also ich glaube, ich habe auch nicht mit anvisieren gespielt, oder? Oh Gott, das war peinlich. Ich weiß es nicht mehr. Habe ich mit Anvisieren gezielt? Ich glaube, ich habe einfach immer diese automatische Zielanvisierung genommen. Wenn ich mich recht entsinne. Oder? Boah, es ist so lange her. Es ist schon über ein Jahr her, oder? Es ist schon über ein Jahr her. Ich weiß es echt nicht mehr. Ich glaube, ich habe ohne. Wir schaffen es auch so. Wir nehmen jetzt so unseren Donner, vielleicht schmiere ich mir noch dieses Insektoidenöl drüber, wobei ja eigentlich Spinnen sind halt eigentlich keine Insektoiden, also es sind eigentlich keine Insekten, aber ich glaube, in dem Spiel ist es egal. Ich glaube, das sind trotzdem Insektoiden. Na komm. Dürfen nicht so oft sterben, das kostet zu viel Zeit. Ich meine, ich könnte auch noch mal ins Bestarium. Oder sind es diese Endriagon, blabli blue? Ja, ne? Das sind die. Ja. Okay. Dann machen wir das. Wir nehmen jetzt erstmal dieses Öl. So. Jetzt geht's auf zum Kampf. Dann schaffen wir es ja mal. Nur gegen eins auf einmal zu kämpfen, das sollte deutlich einfacher sein. Ah, das sind direkt wieder zwei. Fuck. Monsternest. Ach nee, Arachnomorph ist doch was anderes. Dürfen wir nicht mit dieser Scheiße treffen, auf jeden Fall. Oh, komm doch mal her! Oh, jetzt sehen wir wieder nichts. Ach, ein Katz ist alle. Okay, die Kleinen sind schon mal deutlich einfacher. Oh, da kommt die Mama, da kommt die Mama, die ist gefährlich. Aber ich glaube, wenn wir diesen roten Balken da voll haben, haben wir eine Fähigkeit, dass wir geheilt werden, aber trotzdem sind wir fast tot. Und anscheinend auch fast vergiftet. Geil. Scheiße, ich sehe halt echt nichts ohne Katze. Ich soll da echt am Tag kämpfen. Und außerdem sind es echt noch viele Gegner, sehe ich gerade oben rechts auf der Karte. Ich glaube, ich renne noch mal weg und lass Tag werden, weil das ist mir gerade zu blöd. Mal ein bisschen was sehe. So, verbesserter Donner. Ja, aber das waren doch jetzt doch keine Endria irgendwas, sondern Arachno irgendwie. Bestien sind es nicht. Es sind auch keine Dragonoide. Sind keine Geister. Sind keine Hybriden. Endriagen sind sie anscheinend auch nicht. Es dürften aber auch keine Konstrukte sein. Macht ja keinen Sinn. Nekrophagen dürften es eigentlich auch nicht sein, oder? Relikte. Ach stimmt, ob es neue Geister, also ob es neue Gegner geben wird? Ich habe keine Ahnung. Egal, machen wir es ohne Öl. Es geht auch ohne Öl. Oder? Scheiß drauf. Ich meine, es schadet ja nicht. Wenn man das, wenn das falsche Öl ist, macht es jetzt glaube ich auch nichts. Donner. Jetzt aber, wir speichern nochmal. Und jetzt geht's rund, meine Freunde. Passt auf, jetzt schaffen wir es. Diesmal schaffen wir es.
Ich meine, ich finde es trotzdem irgendwie geil, dass es so schwer ist. Und ich werde auch nicht im Schwierigkeitsgrad runtergehen. Nehmt mich beim Wort. Oh, fuck. Das ist kein guter Anfang, wenn das passiert. Oh, jetzt kommt schon wieder das Große mit an. Fuck. Okay, wir rennen die mal weg. Ich glaube, vielleicht, wenn wir Glück haben, stirbt er von alleine durch den Bluteneffekt. Auf jeden Fall erstmal verlangsamt. Verdammt. Okay, jetzt sind wir auf jeden Fall. Ah, ich glaube, es ist gestorben, der Kleine. Ach nee, der ist er noch. Wir sind aber auf jeden Fall tot, wenn wir jetzt sterben, weil wir nicht nochmal so ein rotes Ding haben zum Heilen. Geil, sieht ja fast gar nichts ab. Verlieren wir die Nerven? Reicht auf jeden Fall gut ab. Ich meine, wir haben schon ein ziemlich geiles Schwert auf jeden Fall. Also ich weiß ja gar nicht mehr, was das alles für Fähigkeiten hat, aber es regnet schon wieder. Wir haben Blutungsschaden, wir haben anscheinend verlangsamen, also dass es einfriert. Das ist schon mal alles nicht schlecht. Oh nein, oh nein! Oh, zum Glück. Ey, ich sehe schon wieder nichts, weil es regnet. Alter, was sind denn das für nervige Gegner? Können die mal ruhig bleiben? Geil, geil! Schon wieder gestorben, das gibt's doch nicht. Boah, ey, das ist ja wie so ein Bossfight. Come on. Oh, das Laden dauert immer so lang. Das Problem ist, dass die immer wegrennen wie die Bekloppten und ausweichen und beschissenen Distanzkampf machen wollen. Zum Kotzen. Die sollen gefälligst ruhig halten und sich abmetzeln lassen von mir. So gehört es. Ich bin der Hexer und die sind die Biester und die müssen abgemetzelt werden vom Hexer logischerweise. Wenn ich immer nur einen bekämpfen würde, dann wäre es kein Stress. Aber dadurch, dass die so rumhampeln, triggern die immer die anderen, die noch mit rumlaufen in der Gegend. Dann kommen alle und vor allem dieser große Nerv drum. Und die ziehen unglaublich viel ab. Das ist so krass. Und die sind ja gar nicht, ist ja nicht so, dass die Level 50 sind und ich bin hier Level 32, sondern die sind, glaube ich, zwei Level drüber. Mal meine Ausrüstung nochmal angucken. Aber wir haben ja schon das Beste momentan. Bilevanische Brigantine, plus 328, ja, es ist... Ich bin da hier schon up to date. 166, ich habe eh nichts Besseres. Warum soll ich ein besseres Sachen haben und die nicht anlegen? Das ergibt ja keinen Sinn. Meine Jägerstiefel sind besser, aber wahrscheinlich nur in der Rüstung. Ich denke mal, der Rest ist dann... Der Rest ist wahrscheinlich schlechter, ja. Ganz andere Rest ist schlechter, deswegen scheiße ich auch dieses bisschen mehr Rüstung. Und bei den Schwertern ist es natürlich genau... Genauso, oder? Plus 33, plus 73. Okay, warum sind die Schwerter alle besser? Quen Zeichenintensität, Axi, Chance auf Einfrieren, Chance auf Verstümmeln. Angriffskraft gegen Insektoide. Achso, ja, das ist das Zeugs. Also das ist plus 62, das ist plus 33 und das ist plus 73. Kritische Trefferchance, Chance auf Taumeln, Bonuserfahrung bei Monstern. Das ist halt schon deutlich besser, ne? Und hat auch 100% Haltbarkeit, das heißt, das brauchen wir nicht reparieren. Ich glaube, da muss ich wohl doch das nehmen. Das Hafkaren Silberschwert.
Was ist das? Reich der Verdammten. Scheiße. Ja, dann nehme ich das mal. So. Haben wir noch irgendwas Geiles, was wir ihm geben können? Ach so, das geht gar nicht. Das ist wieder alles nur Rüstung, ne? Hier, ach, das ist für Schwerter. Ah, das ist halt auf der richtigen Seite, sehr schön. So, Adrenalin gewinnen, Chance auf Taumeln. Gucken wir mal nach den großen. Gegenstände schnell sortieren. Plus 30% auf Einfrieren, plus 5 auf Taumeln, plus 5 auf Einfrieren. Was? Plus 5 auf Einfrieren? Plus 3 auf Einfrieren. Plus 5 auf Bluten. Bluten ist halt immer ganz geil, ne? Also machen wir nochmal 30 Rüstungsdurchbohrung. Macht halt echt nochmal anständig Schaden. Also ich denke, wir nehmen auf jeden Fall dieses 5% Bluten. Man konnte doch die Sachen auch, konnten wir die selber? Mussten wir da zum Schmied oder konnten wir die mit Alchemie selber verbessern? Also zusammenbumsen da. Ich glaube, man musste da zum Schmied, oder? Absurde, ja. Ich glaube, wir mussten da... Ja, das war beim Schmied irgendwie. Das konnte man nicht selber machen. Schade. Stimmt, wir haben ja auch noch Bomben. Oh Gott. Ich brauche wahrscheinlich erstmal hier noch 2-3 Folgen, bis ich hier wieder komplett reingekommen bin. Sorry, Freunde. Tut mir echt leid. Also, dann machen wir das einfach so. Wir geben jetzt dieses... Bluten, dann haben wir noch 5% Chance auf Einfrieren. Wenn wir die zwei noch reinpacken, haben wir 10% Chance auf Einfrieren, was ja auch nicht so schlecht ist. Ich weiß nicht, ob Taumeln besser ist. Ich glaube, das funktioniert auch nicht gegen so Insektendinger. Deswegen nehme ich mal das Einfrieren. So. Okay. Was haben wir denn für Bomben? Verbesserte Kartesche, physischer Schaden, Silberschaden und die Dimitären. Welche magische Fähigkeiten blockiert? Das ist mir nicht so wichtig. 100 Feuerschaden. Teufel, setzt beim eine Giftwolke frei. Blendet Gegner im Explosion verlängerten Vektor und zerstört Monsternester. Ist eine Gaswolke frei, die bei Entzündung explodiert. Hält Silber durch die Monster vorübergehend an Transformation hindert. Okay, dann lassen wir das auf jeden Fall drin. Verbesserte Karteche. Und nehmen vielleicht noch überlegen noch Stern rein. Wie kann ich eine Bombe werfen? Habe ich die jetzt ausgewählt? Ich glaube, auf mittlere Taste verwende ich die jetzt. Bin mir nicht ganz sicher, aber... Okay, dann hoffe ich mal, dass wir diesmal gewinnen. Wir haben ein besseres Schwert. Jetzt habe ich Ahnung von... von Bomben. Ich schleiche mich mal von hier an. Ziehen wir den mal ein bisschen weg. In der Hoffnung, dass die anderen das nicht mitbekommen. Scheiße, das hat richtig gut funktioniert. Mann, ich habe nicht gespeichert, nachdem ich so ganz Mist gemacht habe. Warum wirft denn da die Bombe nicht? Ich habe paar Mal auf die Taste, ich glaube mittlere Taste ist das gedrückt, na die Bombe nicht geworfen. Oh, was für eine peinliche Aufnahme, das gibt's ja gar nicht. Alter, wie wir gerade eine Stunde an diesem blöden Kampf hier hängen. Und dann dauert das Laden immer so lang. Oh. Und es ist so beschissen dunkel, weil es regnet. Und der ganze Laub da diesen Schatten wirft. Ich habe nur Probleme, ich habe nur Probleme. Komm, ich fange wieder an FIFA zu zocken, da war wenigstens hell. Da gab's Licht. Ich will doch einfach nur in Ruhe, so ein ganz klein wenig, so ein bisschen, ne, ich will doch einfach nur... Okay, jetzt müssen wir den ganzen Quatsch nochmal machen. Und dann darf ich nicht vergessen zu speichern.
So, Bomben. Ich werfe jetzt mal eine Bombe so, einfach nur um zu testen, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Genau. Das ist jetzt die Bombe, oder, die er werfen möchte? Genau. Sehr gut. Die kann ich ja werfen. Die kann ich ja werfen, wenn er mich noch nicht sieht, der Gegner. Das macht Sinn. Na? So. Renn, renn! Na, wie lange soll ich noch warten? Okay, es hat irgendwie... Habe ich den nicht getroffen? Oder warum sehe ich ja nicht, dass das Schaden gemacht hat? Sehe ja auch wieder nichts mehr. Aha. Wo sind die denn? Oh. Geil. Jetzt habe ich sie gesehen. Geil. Direkt drei auf einmal. Oh, es macht so wenig Schaden, dieser tanzende Stern. Ah, Feuerschaden, weil sie brennen. Okay, okay. Jetzt wird's geil. Krass, wie viel Schaden. Okay, nice. Ach, wir haben keine mehr. Das war's schon mit unseren, Bomben. Na, geil, toll. Oh, hör doch mal auf, wegzurennen, ey. Das nervt mich so krass. Immer noch dieses beschissene Rumgespritze. War mal taktisch so geil, dass wir hier gewinnen. Aber auch schnell, die Biester. Das gibt's überhaupt nicht. Ich treff's nicht. Es rennt halt einfach viel schneller weg, als ich mit meinen Schwertschlägen bin. Bräuchte eigentlich mal eine verbesserte Katze. Scheiß viele Gegner. Oh, fuck. Komm schon. Komm doch mal her, renn doch mal nicht weg, oh ey. Alter, das gibt's nicht. Ich habe keinen einzigen Platt gemacht bisher. Endlich! Einer von 100! Zwei. So weit war ich noch nie, krass. Zeit zu sterben. Oh nein. So, einer weniger.
Und wir überleben es, glaube ich, wenn wir einmal sterben jetzt. Also wir werden einmal wiederbelebt. Alter, bleib doch mal hier. Ich glaube aber, das große Monster lebt noch. Also die Mama quasi. Ich glaube, die haben wir noch nicht umgebracht. Halt! Wenn ich die jetzt schon so krampfhaft schwer umgebracht habe, dann will ich wenigstens auch die Überreste mitnehmen. Auch wenn ich die überhaupt nicht brauche, weil ich wahrscheinlich die Überreste oder die Sachen, die hier droppen, schon 100.000 Mal habe. Ich wollte jetzt eigentlich die Fackel wieder reinmachen. Was mache ich denn, um die Fackel wieder reinzumachen? Ah. Gut, denke ich auch nicht. Oh, diese scheiß Wolken, ey. So dunkel. Oh, speichern erstmal, ganz wichtig. Nachdem wir jetzt das Schlimmste quasi hinter uns haben. Ah, die ist nochmal gefährlich. Das, verlieren wir die Nerven? Oh fuck. Verdammt. Einmal oder zweimal. Vielleicht schaffen wir es sogar mit dem Blutungseffekt. Oh nein! Die Kleinen sind wieder da. Ach, wahrscheinlich, weil die aus dem Monsternest wieder rauskommen. Oh, scheiße! Da ist die Große. Ich sehe nichts, ey. Ich dreh durch. Alter, das gibt's doch nicht! Diese Scheißviecher, ey! Ja, und dann kommst du natürlich wieder an, wenn's vorbei ist, verdammt! Ich sterbe jetzt wieder. Wenn ich wenigstens dieses große Ding hier platt bekommen würde. Ja, ja, ist schon klar. Alter, was ist denn das für ein Kackkampf? Bis zum nächsten Mal. Ich werde also versuchen, dieses scheiß Nest platt zu machen, aber ich glaube, ich kann das Nest nicht in die Luft sprengen, bevor ich alle kaputt gemacht habe. Bis dann.